Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Und ich habe auf Twitter bereits das Schicksal meines alten Laptops gepostet. Oh, hier liegt noch der Weißabgleich. Das wollen wir natürlich lassen. Das hier ist mein alter Laptop. Ich klappe ihn jetzt nicht auf, aber ja, der ist halt kaputt. Und ist auch ein bisschen dreckig, wie ich gerade gesehen habe. Entschuldigung übrigens wegen der Tonqualität, aber leider, es muss schnell gehen. Gut, und das hier ist übrigens das neue Stück, was ich mir jetzt geleistet habe. Das ist ein HP Omen. Das wird mein neuer Laptop, den ich halt auch für Studium und sonst und so weiter brauche. Ich habe oben schon mal das Siegel entfernt. Und packe ihn jetzt quasi zum ersten Mal aus. So, was sehen wir hier? Nochmal ein großes Papierding. HP Omen, ja, ich glaube, es könnte ein bisschen dunkel sein, aber gut. Mit auf der Rückseite stehen noch so ein paar wichtige Informationen. Na, das kommt auf der Kamera gar nicht so raus. So, versuchen wir es mal hier. Vielleicht stellt es so scharf, ich hoffe. Einmal so ein HP Omen. Papierzettel, Fuzzi, Dingens. Dann, was haben wir sonst noch so drin? Wenn ihr jemanden bei HP anrufen müsst, bitteschön, hier sind die Telefonnummern. Kommt, glaube ich, auch nicht drauf. Deshalb machen wir das schnell weiter. Mein HP Care Pack, was auch immer das ist. Und Verpackungsmaterial. Dann wir machen mal, bevor wir zum Herzstück kommen, gucken wir uns mal noch alles andere an. Hier haben wir verpackt in so eine Kartonage. Ich glaube, das war nicht scharf, aber das ist mir in dem Moment egal. Stromkabel Part 1 und ich soll es vielleicht in der Kamera halten. Dann seht ihr auch was. Netzteil Part 2, was übrigens deutlich größer ist als alle Netzteile, die ich bisher von HP hatte. Ich packe das Ganze mal aus. Sieht so aus. Könnt ihr euch gerne noch mal im Detail, ich versuche es mal hier oben dran zu heben. Das kommt nicht raus auf der Kamera, aber okay. Dann machen wir das. Ja, viel mehr zu verstecken haben sie, glaube ich, nicht mehr. Dementsprechend, was haben wir denn hier noch? Ein wenig Karton und jetzt ist der Karton leer. Also um uns euch zu beweisen, leer. Weg damit, brauchen wir nicht mehr. So schnell zumindest, hoffe ich. Dann haben wir hier einmal hier diese Verpackung. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe jetzt nicht so viele Laptops in meinem Leben ausgepackt, aber das sieht okay aus. Einmal aus der... der quietscht. Einmal aus der Kartonage genommen. Ist nicht mehr viel dran. War einfach nur so ein Schutzding. Weg damit! Gut. Packen wir das Ding nochmal aus. Ich muss ein bisschen mal nach vorne, damit ihr das auch seht. HP Siegel soeben gebrochen. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, das Ding ist dünn. Ich bin ein bisschen überrascht, wie dünn dieses Ding ist. Einmal hier, einmal die Seite. Hinten hat es die Anschlüsse, nämlich gar keine. Und vorne hat es die Anschlüsse, nämlich auch gar keine. So sieht das gute Ding von oben an. Es sieht, glaube ich, wieder mal Fingerabdrücke magisch an, wie jedes HP-Notebook, was ich bisher schon hatte. Und hat dieses angeblich super stylische Omen-Zeichen vorne drauf. Kann mir das ehrlich gesagt ein bisschen egal sein. Ich finde das jetzt nicht so ansprechend. Die Rückseite sieht dann so aus. Da, wo ich früher noch meinen Akku wechseln konnte, ja, geht nicht mehr. Und so weit, so gut. Folie weg. Dann zoomen wir jetzt mal ein bisschen ran. Was hoffentlich geht. Jawohl. So. Hier eben das neue Stück. Ich habe hier zum Vergleich mal den Laptop von meinem Bruder ausgepackt.
Und ich lege den jetzt mal kurzfristig mal oben drauf und ich muss sagen, also dicker ist er auf jeden Fall. Also der alte. Ansonsten haben die ungefähr dieselbe Größe, was mir sehr gut gefällt. Was mir auch sehr gut gefällt, im Vergleich zu meinem alten, wo man übrigens hier schon sieht, dass er ein bisschen beschädigt ist, deutlich dünner. So. Jetzt kommt bei mir wieder mal der Waagetest, weil eigentlich war das Ziel, dass das Ding hier leichter werden sollte. Der wiegt durchaus sein Gewicht. Der hier ist schwerer. Was mich jetzt tatsächlich überrascht, der ist schwerer. Aber gut, er hat auch ein bisschen mehr Leistung wie der andere. Aufgaben tue ich den anderen jetzt nicht mehr, weil ich habe Angst, da mache ich noch mehr kaputt. So, aufgeklappt. Natürlich halte ich das euch noch ein bisschen in die Kamera. Sieht das ganze Ding dann, komm, alter Laptop aus dem Weg. Sieht das Ganze so aus. Hier haben wir noch diese berühmten Touch-Display, Folien, Schützer, was auch immer das immer ist. Die Dinger, die ich nie nutze, aber wir haben es. Und so sieht das Innenleben aus. Ich packe euch mal das Innenleben oder die Details in die Videobeschreibung. Beziehungsweise, wer es lesen kann, komme ich da hin. Und ich weiß nicht, ob der Autofokus das schafft. Ja, vielleicht hat er es kurzfristig geschafft. Vielleicht gibt es auch Leute, die das gut entziffern können. Jawohl. Und das ist also mein neues Arbeitsgerät. Ich muss sagen, die Tastatur ist jetzt nicht ganz das, was ich erwartet habe. Aber so von den ersten Eindrücken her, muss ich sagen, vom Anschlag her, im Vergleich zu meinem alten, wo ich jetzt doch ein bisschen aufklappe, haben die ähnliche Tastaturpunkte. Die sieht einfach nur ein bisschen rot aus. Es gibt angeblich eine Tastaturbeleuchtung. Weiß nicht, ob ich die nutzen werde. Ein viel größeres Touchpad auf jeden Fall mal im Vergleich zu vorher. Und es ist nicht mehr ganz so rau. Wie bei meinem Vorgänger. Was man hier vielleicht nicht mehr sieht, weil es genau außerhalb vom Bild ist. Das habe ich ihn doch aufgeklappt. Sieht man es noch? Da unten. Deutlich rauer wie das Touchpad und deutlich kleiner wie das Touchpad. So. Ansonsten, was fehlt, ist ein CD-Laufwerk. Vermisse ich jetzt im Moment nicht. Ich habe bei meinem alten noch extra drauf geachtet, dass ein CD-Laufwerk dabei ist. Ich habe das CD-Laufwerk vielleicht 4-5 Mal im kompletten Leben gebraucht. Da werde ich jetzt halt mit ISOs arbeiten müssen. So. Wieso der erste Funktionstest und wie das Ganze dann aussehen wird, das erfahrt ihr dann ganz. Das erfahrt ihr dann alles, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Jetzt blinkt meine Kamera rot, das bedeutet, ich habe noch 2 Minuten. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, durchaus erstmal gelungen. Der Praxistest, der kommt jetzt noch. Und jetzt schalte ich das Ding mal zum Abschluss noch ein. Mal schauen, ob er das kann. Und die Folie machen wir mal weg. Oh. Sogar das Omen-Zeichen haben sie eingebaut. Man hört aber deutlich die Festplatte im Hintergrund rühren. Das wird wahrscheinlich etwas sein, was ich noch austauschen werde gegen meine SSD aus dem alten Laptop. Hallo, lassen Sie uns ein paar grundlegende Dinge klären. Alles klar, Microsoft. Ich streite mich jetzt mal mit euch nicht und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.